Hallo, Servus. Hallo Karin. Freut mich sehr. Wir sind heute da, weil es ist ja morgen das Weihnachtsfest. Alle haben Eile. Und wer möchte was Schnelles, Einfaches, Superes haben, ohne Mega-Aufwand? Wie schaut's aus? Das Last-Minute-Menü. Wir werden machen eine geflammte Lachsforelle auf einem Taboulet-Salat. Dann machen wir einen noblen Rindfleischsalat, ein bisschen auf fernöstlich. Dann gibt es ein Lamm mit Ziegenkäse und schwarzem Quinoa. Und als Dessert machen wir Schokolade, Olivenöl und roter Paprika. Das ist ja hervorragend. Wir werden jetzt beginnen mit unserem Rindfleischsalat. Das heißt, da haben wir die Zutaten schon. Jawohl. Was wir dazu brauchen, die haben wir schon hergeschnitten. Und das Wichtigste ist einmal, wie es schon heißt, das Rindfleisch. Das brauchen wir jetzt an, links und rechts, und dann geben wir es in Rohr bei 140 Grad, circa 10 Minuten, dass es schön rosa ist. Wir machen jetzt bei unserem noblen Rindfleischsalat weiter. Dazu nehmen wir die Zwiebel, die schneiden wir uns jetzt fein nudelig. So, als nächster Schritt tun wir unsere Nüsse. Werden die Nüsse geröstet, ist ja klar, damit wir einen Geschmack reinbringen. Ja. Kommen als erstes dazu. Jetzt hat das jetzt alles kurz angeschwitzt, dann kommt es da hinein und dann werden wir es marinieren mit Sojasauce, mit Ingwer, Koriander. Schauen wir mal. Schön rosig. Kann man nicht jammern. Das schneiden wir uns da jetzt so dünne Branchen runter. So, und das geben wir da dazu. Mischen wir schon unter dem Salat drunter. Als nächstes machen wir unser Taboulet, sprich unseren Couscous-Salat. Dazu brauchen wir Couscous, den haben wir schon quellen lassen. Okay. Jetzt haben wir das da. Ganz leicht karamellisieren. Fertig. So. Und ausgarnieren haben wir das Ganze jetzt dann noch mit einer Paprikasauce und einer Wasabi-Sauce. So, jetzt machen wir das Lamm fertig. Das Lamm fertig. Okay. Das heißt, das braucht man jetzt auch mit mediterranen Gewürzen, sprich da haben wir Thymian und Rosmarin. Ja. Links und rechts bauen wir das auch. Und wieder derselbe Vorgang. Gitterrost, Umluft, circa je nach Fleischstärke, wieder, je nachdem wie man es haben will. Da haben wir da einer. Wie schauen wir da aus? Ein bisschen noch. Die Gnocchi macht man selber aus einem Nockerlteig, oder? So, mit Topfen, Kartoffeln mit Topfen. Jetzt werden wir die Gnocchi mal würzen. Mit Salz und Pfeffer. Dann kommt dazu Obers. Und frischer Thymian. Ein wenig anrebeln.
Das tun wir jetzt sämig einkochen. So, der nächste Schritt, dass wir jetzt das Lamm einstreichen mit Dijon-Senf. Ganz eine dünne Schicht. Und jetzt geben wir das Ganze zu dem Quinoa dazu. Also, das ist die Schokolade für die Nachspeise. Velma Noir. 50%. Ja, was müssen wir sonst noch hineingeben? Ja, wie es heißt, Olivenöl natürlich, ein hochwertiges. Obers und Milch, und das war eigentlich das ganze Geheimnis. Das ist praktisch ein Dessert wirklich für Schokoladefreaks. Also das heißt, es ist schon ein bisschen herber, wie ein herkömmliches. Totale Schokolade. Aber wenn man das gern hat, ist das erstens einmal relativ zügig fertig und da hast du halt Schokolade pur. Ja? Und die Kombination mit der Süße des roten Paprika und dem Herben von Olivenöl zusammen mit der Schokolade gibt da sehr schöne Harmonie. Ja, super, dann freuen wir uns. Ja, hoffen wir es. Alles. So wie man mal mehr und essen macht, weißt du, so langsam tun wir es nicht. Also nicht ganz langsam, aber. Jawohl. Und dann kommt es in eine Schüssel und dann geben wir es über die Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag vor dem Servieren tun wir es ungefähr 2 Stunden vorher aus, damit es schön zimmerwarm ist, weil sonst ist es dann zu fest. Aber wir haben da keine Gelatine, gar nichts drin. Phänomenal. Das heißt, das bindet eigentlich mit der Kakaobutter. Dann gehen wir eine Folie drauf und stellen das jetzt über Nacht in den Kühlschrank. So, und jetzt kommt der Clou. Und jetzt, wie sticht man die perfekten Nockerl? Wie macht man das? Heißes Wasser. Ja. Wenn geht, einen Silberlöffel, weil es ein besserer Wärmeleiter ist. Interessant, ja. Und dann schauen, dass es gut geht. Aber es schaut nicht so schlecht aus. Sieht man es, wie es jetzt dann schön und es warm ist? Ja, schmilzt, ja. Wunderbar. Okay. So, das tun wir jetzt da drauf. Schaut doch geil aus. Wunderbar. Habe ich das glänzt? Ja. Jetzt kostet einmal. Jetzt können wir es ausgarnieren. Da haben wir jetzt Schokoladepapier. Schmeckt dir das? Wunderbar. Sehr Schoko. Perfekt. Sehr gut. Das schaut so schön aus. Echt schön.